Cremes zum Selbermachen. Die Hamburger Schülerinnen lernen auf dem Campus der Ideen, wie sie ihre eigene Kosmetik herstellen. Spaß- und Mitmachaktionen auf der einen Seite, Informationen und Wissensaustausch auf der anderen. Die Ideenexpo 2015 verbindet Praxis und Theorie. Ob Kinderuni oder Hochschulcamp, mehr als 650 Workshops bietet der Campus der Ideen. Die spanischen Berufsschullehrer sind zum ersten Mal zu Gast auf der Ideenexpo und suchen Möglichkeiten, spanische Schüler an deutsche Unternehmen zu vermitteln. Ich bin sehr beeindruckt von dem Event. Ich denke, es ist eine tolle Möglichkeit, um den Schülern eine berufliche Orientierung zu geben. Als ich noch studiert habe, gab es so etwas nicht, um zu erfahren, was man alles studieren kann und welche beruflichen Möglichkeiten es gibt. Ich finde es super, dass dem Thema hier so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wissen und Erfahrungen austauschen und das auch international. Für die spanischen Besucher ist die Ideenexpo ein wichtiger Impulsgeber, um die Zukunftschancen für den Nachwuchs zu verbessern. Mehr als 600 naturwissenschaftlich-technische Mitmachexponate von rund 230 Ausstellern auf insgesamt mehr als 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Um auf der Ideenexpo nicht den Überblick zu verlieren, gibt es die zahlreichen Scout-Touren. Eine davon ist die Girls-Only-Tour. Bei der Girls-Only-Tour gehen wir nur mit Mädels durch die Hallen und das ist eine ganz entspannte Atmosphäre, weil da kann das ein oder andere Mädchen eine Frage stellen, die sie vielleicht nicht stellen würde, wenn ein Junge dabei wäre. Die Girls-Only-Tour stellt jungen Frauen die zahlreichen Karrierechancen in den MINT-Berufen vor. Ich habe jetzt schon geguckt, so Richtung Elektrotechnik oder Maschinenbau, weil es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier und fand das eigentlich sehr interessant und man kann hier super viel ausprobieren und das ist echt schon ziemlich cool. Ich bin hier vor allem wegen der MHH, die ist ja in der anderen Halle, habe ich mich schon informiert, medizinische Hochschule, weil ich unter Umständen überlegt habe, in die Medizintechnik zu gehen. Zur gleichen Zeit hinter den Kulissen auf Bühne 7. Hier bereitet sich Moderator Ralf Schmidt auf sein großes Wissensquiz mit dem Verband der chemischen Industrie vor. Wir reden einmal mit unserem Gast, mit unserem Talkgast auf der Bühne und dann gehe ich nochmal durch die Moderationskarten, trinke einen Schluck Wasser, abpudern und dann geht's los. Oh, entschuldigt mich, ich muss raus. Herzlich willkommen hier an der Bühne 7 zum Quizzen. Während Ralfs Show in Halle 7 gerade begonnen hat, steht Stargast Jutta Kleinschmidt auf der großen Showbühne Rede und Antwort. Sie ist die einzige Frau, die jemals die Rallye Dakar gewonnen hat und außerdem erfolgreiche Ingenieurin. Ich kann nur sagen, Technik macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine riesen Herausforderung, es ist immer was Neues, weil man immer weiterentwickelt. Und wenn jetzt hier junge Mädchen da sind, die sagen, ja, das finde ich wirklich interessant, unbedingt einen technischen Beruf erlernen. Man wird sicherlich nicht danach auf der Straße stehen. Viel zu tun hat auch Schnellzeichner Markus Bender. Er zaubert in nur wenigen Minuten spaßige Karikaturen von den Besuchern direkt auf sein Tablet. Es ist was Neues, deswegen wird es auch sehr gut angenommen, weil sowas hat man noch nicht so oft gesehen, dass digital gezeichnet wird und das Ganze dann noch per E-Mail später verschickt wird, ist natürlich noch ein zusätzliches Gimmick. Die Girls-Only-Tour, das große Wissensquiz mit Ralf, Stargast Jutta Kleinschmidt und Schnellzeichner Marc. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von den täglichen Highlights auf der Ideenexpo.